Hallo, mein Name ist Michael Reich. Im Namen von Samosel Yachtcharter und Yachtcharter Holiday Tours begrüße ich euch hier an der schönen Saar im Yachthafen Merzig. Und ich freue mich, euch heute ein bisschen die Faszination des Bootfahrens und des Motorjachtcharters näher zu bringen. Ich würde sagen, kommt mit an Bord, wir schauen uns ein bisschen um. Hallo, wir sind jetzt auf der Motorjacht Silas. Das ist eine Linsen 40.9 AC, Baujahr 2013. Wir sind Eigner dieser Motorjacht und haben uns vor einem Jahr entschlossen, dieses Boot hier in die Vercharterung bei Samosel Yachtcharter zu geben, weil wir einfach von der Art und der Qualität der Vercharterung und des Teams von Samosel Yachtcharter überzeugt waren. Wir selber sind schon seit vielen Jahren mit den Booten unterwegs. Ich war bei der Marine und habe deshalb ein bisschen Wasser im Blut. Wir haben schon in vielen verschiedenen Revieren gechartert, angefangen natürlich in verschiedenen französischen Revieren, in Holland, in der Ostsee, an der Nordsee, die Berliner Gewässer, die Lahn. Alles, was man sich vorstellen kann, sind wir eigentlich schon gefahren, haben deshalb viel Revierkunde, verschiedene Reviere erfahren. Bootsurlaub ist für uns eine ganz tolle Geschichte, weil es einfach so herrlich entschleunigend und entspannend ist. Man kann irgendwo anhalten in irgendwelchen Häfen, in Frankreich sogar auch teilweise an den Kanal wenden. Man kann auch ab und zu mal im Fluss oder in den Seen baden. Man kann frühstücken an Bord, man kann Abendessen an Bord, man kann essen gehen. Man kann einfach die ganze Sache ruhig und entspannt angehen lassen. Und um euch das alles ein bisschen mehr nahe zu bringen, wie das ist, würde ich vorschlagen, wir fahren einfach mal eine kleine Runde und ihr schaut, wie das funktioniert. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm uns mit in die weite, weite Welt. Wohin geht, Kapitän, deine Reise? Bis zum Südpol, da langt unser Geld. Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne. Nimm uns mit in die weite Welt hinaus. Fährst du heim, Kapitän, kehr mir gerne in die Heimat zur Mutter. So, wir sind jetzt auf der Saar unterwegs. Vor uns ist die Motorjacht Rauli aus unserer Flotte. Sie wird gesteuert von unserem Wolfgang, der auch die Einweisung mitmacht. Und wenn ihr jetzt seht, dahinter ist gerade Industrie. Ja, in der Saar gibt es einiges an Industrie, aber diese Industrie hat auch schöne Industriedenkmäler hinterlassen. Da denken wir zum Beispiel an die Völklinger Hütte. Und in der Völklinger Hütte ist ein UNESCO-Weltkulturerbe sehr, sehr interessant, ein sehr sehenswertes Ausflugsziel. Ferner, wo wir jetzt anschließend hinfahren, ist die Saarschleife. Und in der Saarschleife ist landschaftlich schön und bis zur Moselmündung oder zur Mündung in die Mosel hat man ein landschaftlich wunderschönes Revier. Saarschleife ist passiert. Wir sind jetzt auf der Anfahrt zur Schleuse Mittlach. Wir werden an der Schleuse Mittlach gleich noch mal kurz ein paar Erklärungen geben.
Auch hier sieht man wunderschöne Landschaft, steil abfallende Hänge. Einfach ein Traum, wenn die Sonne da wäre, wäre es noch schöner. So, wir befinden uns hier in der Anfahrt auf die Schleuse Mettlach. Wenn man Sprechfunkzeugnis hat, kann man sich hier sehr schön ankündigen. Ansonsten kann man das aber auch per Telefon machen. Alle Kanäle für Funk und alle Telefonnummern für eventuell Sprechfunk sind selbstverständlich an Bord in den Unterlagen. Wir sehen jetzt im Moment, da ist doppelrot, das heißt die Schleuse wird sowieso nicht geöffnet. Und deshalb können wir sehen, die Grauli dreht schon bei. Hier oberhalb von Mettlach, dort vorne, wo dieses kleine Sportboot liegt, ist ein schöner Anleger. Da kann man dann auch nach Mettlach in das Outlet-Center von Willerau und Boch gehen. Denn auch das ist ein tolles Ausflugsziel von Willerau und Boch. Da kann man das ehemalige Werk besichtigen und sich über Porzellan viele Informationen einholen. So, wir sind jetzt hier vor der Schleuse Mettlach. Wir sehen auf der rechten Seite einen kleinen Anleger für Sportboote, auch zum Übernachten geeignet. Dann sehen wir das Meer. Daneben sehen wir die kleine Klauschleusenkammer, die mit 40 Meter Länge eigentlich ideal für unsere Boote ist. Die ist hier allerdings derzeit in Revision und im Bau. Normalerweise sagt uns der Schleusenwärter, ob wir die große oder die kleine Kammer benutzen sollen. Im Moment würden wir durch die große Kammer geschleust. Das ist hier links die Einfahrt. Aber das Schöne ist, diese Schleusen hier an der Saar und der Mosel sind zwar große Berufsschifffahrtschleusen, aber sie sind sehr ruhig, sie sind sehr einfach zu fahren. Gerade in den großen Kammern gibt es sogar noch Schwimmpoller, an denen man festmachen kann. Insofern ist also das Schleusen hier an der Saar und Mosel trotz der großen Schleusen überhaupt kein Problem und macht, nachdem man die erste Schleuse gefahren hat, sogar Spaß. So, wir sind jetzt neben der Grauli. Manch einer hat sich vielleicht gefragt, warum wir recht viele Fender an den Booten haben. Wir machen das als Schutz und als Sicherheit. Sicherheit sowohl für die Crew, für unsere Gäste, als auch für unsere Eigner. Die Gäste wollen wir unbeschwerten Urlaub machen lassen, sodass man halt, wenn man etwas schneller an den Steg aus Versehen kommt, dass man immer noch ein bisschen Schutz hat. Der Wettergott ist uns doch noch gnädig. Wie man sieht, wir sind auf dem Rückweg unserer Tour und steuern direkt in die Saarschleife rein. Die Sonne kommt wieder zum Vorschein. Wir können bei strahlendem Wetter die Saarschleife durchfahren. Sehen wir, dass die Grauli noch mal quer zum Fluss sich bewegt, um ein bisschen photogener zu wirken. Man sieht das viele Grün, das satte Grün, wie gesagt, derzeit leider wieder ohne Sonne. Eben hatten wir mal kurz ein bisschen Sonne, aber es ist irgendwo ein schöner Anblick und beruhigend. Ja, hier sehen wir den Ausgang in Bergfahrt von der Saarschleife in Richtung Merzig. Von Merzig aus kann man dann sehr schön weiterfahren über Saarlouis, Völklingen, Saarbrücken, Saarrugemet in den Saarkanal und von dort vom Saarkanal in die französischen Kanäle, wie zum Beispiel den Rhein-Marne-Kanal, der bis nach Straßburg führt, wo man durch zwei große lange Tunnel fährt und das Schiffshebeweg in Aswil befahren darf, Schiffshebewerk, Entschuldigung. Und in die andere Richtung kann man über Nancy
dann in die Mosel und von der Mosel zu Thal, bei Trier wieder in die Saar und zurück nach Merzig fahren, die sogenannte Sauerkraut-Tour. So, wir sind fast am Ende von unserer kleinen Rundtour. Ihr seht hier, das Tal öffnet sich und hier sind noch ein paar steilere Berge. An der Mosel sieht es ein bisschen anders aus. Da sind diese Steilhänge sehr oft oder meistens mit Weinbergen belegt. Das ist das Schöne an der Mosel, dort kann man dann zu Winzer gehen, kann dort vespern, kann dort speisen, trinken, Weinproben machen, kann auch Wein natürlich mitnehmen. Aber ihr solltet immer dran denken, auch beim Bootfahren gibt es Regeln und man sollte nicht alkoholisiert fahren. So, wir sind wieder kurz vorm Hafen Merzig. Wir hoffen, dass ihr ein paar schöne Eindrücke mitgenommen habt von der Region Saar. Es war nur ein ganz kleiner Ausschnitt bis zur Saarschleife. Trotzdem sind wir überzeugt, dass wir hier mit dem Team von Saar Mosel Yacht Charter einen super Partner haben. Und vor allem die Kümmerer-Mentalität vom Team ist einfach unschlagbar. Wenn man das noch paart mit Linsen Boating Holiday Verbund und der Linsenwerft als starken Partner im Rückgrat, dann hat man ein super Team und die Garantie für einen tollen, unbeschwerten Urlaub. Nicht ohne Grund geben wir unser Boot bei Saar Mosel Yacht Charter in die Vercharterung. Und so viel Vertrauen, wie wir in das Team von Saar Mosel Yacht Charter stecken, das wird zurückgezahlt an die Chartergäste und an die Kunden. Wir hoffen, ihr habt bald einen wunderschönen Urlaub mit uns und nun genießt noch ein paar Eindrücke bis zum Hafen und dann zeigen wir euch im Hafen noch das ein oder andere mehr. Ja, wir sehen hier jetzt die Hafeneinfahrt von Merzig. Es empfiehlt sich immer ein bisschen von außen anzufahren, dass man besser die Einfahrt ansteuern kann und immer leicht das obere Ufer anhalten. Also nicht auf die Seite von der Fahne, sondern eher die andere Seite ansteuern. Und dann kommt man auch gut in die Einfahrt hinein. So ansteuert, kann man jetzt die Geschwindigkeit etwas rausnehmen, aber noch eingekuppelt lassen, jetzt leicht einlenken und wieder gerade lenken. Und noch ein bisschen einlenken. So geht es. So, wir hoffen, ihr habt ein bisschen Lust auf Bootsurlaub bekommen und wir können euch vielleicht mal hier begrüßen. Informiert euch unter www.saarmoseljachtcharter.de oder auf Facebook Saar Mosel Yacht Charter oder Instagram Saar Mosel Yacht Charter. Dort findet ihr alle Informationen. Wenn ihr ein bisschen mehr über die Silas, über die, mit der ihr mitgefahren seid, erfahren wollt, die hat eine eigene Homepage unter www.charterjacht-silas.de oder in Facebook und Instagram ebenfalls jeweils unter Charterjacht Silas. Dann könnt ihr sehr viele Informationen sehen. Und wir hoffen, dass ihr euch Lust bekommen habt auf einen schönen, entschleunigten Urlaub. Und wir wünschen euch alles Gute und
wünschen uns, dass ihr bald hier auf dem Steg seid und damit ihr immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel habt. Viel Spaß und habt eine schöne Zeit. Tschüss, euer Team von Samoseljachtcharter.